Sehr geehrte Mitglieder der Österreichischen Schilddrüsengesellschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Abend. Ich begrüße Sie zum dritten Online-Schilddrüsendonnerstag der Österreichischen Schilddrüsengesellschaft. Vor einem Jahr durfte ich die Präsidentschaft der Gesellschaft übernehmen. Ich möchte dies heute zum Anlass nehmen, das letzte Jahr kurz Revue passieren zu lassen. Der Beginn war ziemlich turbulent. Am 11. März 2020 erklärte die WHO Covid-19 zur Pandemie und nur wenige Tage später, am 16. März 2020, wurde Österreich das erste Mal in den Lockdown geschickt. Meine erste Kommunikation mit den Mitgliedern fand über ein Video statt. Dieses Antrittsvideo können Sie heute noch auf der Website der Österreichischen Schilddrüsengesellschaft anschauen. Der Schilddrüsendialog in Seefeld sollte vom 2. bis 4. April 2020 stattfinden. Er wurde abgesagt und leider ersatzlos gestrichen. Der Vorstand der Schilddrüsengesellschaft hat sich von Anfang an bemüht, in dieser neuen Situation die Mitglieder auch weiter zu informieren über interessante Themen rund um die Schilddrüse. Wir haben begonnen mit einem Expertengespräch. Wir haben berichtet, wie es uns an unserer Arbeitsstelle geht, in der neuen Situation, wie wir mit den ganzen Umständen zurechtkommen und welche Maßnahmen wir setzen. In weiterer Folge konnte ein Minisymposium aufgenommen werden, das on demand zu sehen ist, und nach einigen Versuchen im Herbst haben wir es geschafft, im Jänner den ersten Online-Schilddrüsendonnerstag live zu veranstalten. An dieser Stelle möchte ich mich bei den Vorstandsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit bedanken und auch bei meiner Frau, die die ganze technische Seite abwickelt. Ohne das Gemeinsame wäre das nie möglich gewesen. Die ersten beiden Vorträge handelten über die Therapie. Das erste war die Schilddrüsenchirurgie, das zweite die medikamentöse Therapie. Die nächsten beiden Vorträge gehen um die Diagnostik. Heute geht es um die Schilddrüsensonographie und beim nächsten Online-Schilddrüsendonnerstag im Mai wird die Zytologie und die Wertigkeit der molekularen Marker in der Zytologie und in der Histologie besprochen. Unser heutiger Vortragender ist Dozent Georg Zettinig aus Wien. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Schilddrüsendiagnostik und ist ausgewiesener Experte der Schilddrüsensonographie. Er ist ÖGUM 3 zertifizierter Kursleiter. Er wird über die Einzelheiten der Sonographie sprechen und über die Möglichkeiten der Einteilung bezogen auf die TIRADS-Klassifikation. Nach dem Vortrag gibt es wie immer eine Diskussion und es freut uns sehr, Herrn Prof. Jörg Bojunga von der Medizinischen Klinik 1 Endokrinologie und Stoffwechsel aus Frankfurt dafür gewonnen zu haben. Sie können während dem Vortrag und auch anschließend während der Diskussion über F&A Fragen stellen oder Kommentare posten, die dann besprochen werden. Lieber Georg, ich freue mich auf deinen Vortrag. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen, heute zum Online-Schilddrüsendonnerstag. Mein Name ist Georg Zettinig, ich bin Nuklearmediziner und betreibe eine Praxis mit dem Schwerpunkt Diagnose und Therapie von Schilddrüsenerkrankungen in Wien. Das heutige Thema ist TIRADS, ein Klassifikationssystem zur Dignitätsbeurteilung von Schilddrüsenknoten. Ich freue mich auch sehr, dass Professor Jörg Bojunga anschließend mit uns dieses Thema diskutieren wird. Er ist ein ausgewiesener Schilddrüsenexperte, Experte für Schilddrüsenultraschall aus Frankfurt am Main. Meine Interessenskonflikte sind überschaubar, auf was ich aber schon hinweisen möchte. Dieser Vortrag ist urheberrechtlich geschützt und darf ausschließlich mit meiner schriftlichen Zustimmung verbreitet werden. Schauen wir uns einmal dieses Bild an. Was sehen wir? Auf der einen Seite, dass es recht aktuell ist, Bis vor kurzem war es nicht sonderlich en vogue, KN95 oder FFP2-Masken zu tragen. Auf der anderen Seite sehen wir das hier, eine Raumforderung im Hals, die früher oder später einer Schilddrüsenabklärung zugeführt wird. Wenn wir nun so einen Knoten haben, dann stellen sich zwei Fragen. Wird dieser Knoten die Gesundheit meines Patienten beeinträchtigen oder sogar sein Leben verkürzen? Ist er bösartig oder ganz was anderes? Kann er funktionell autonom, ohne jeden Regelkreis Schilddrüsenhormon produzieren, durch die Überfunktion ein Gesundheitsproblem entstehen? Profitiert der Patient von einer Intervention? Das ist die zweite Frage. Es besteht ja auch die Möglichkeit, durch zu viel Intervention aus einem prinzipiell gesunden Menschen einen Kranken zu machen. Wer hätte sich vor ein, zwei Jahren noch gedacht, dass wir mal hinter Plexiglas und mit KN95-Masken Schilddrüsenultraschall machen? Naja, es geht ganz gut und man gewöhnt sich daran inzwischen. Ich möchte Ihnen kurz hier diese Tabelle vorstellen. Sonomorphysiologische Malignitätskriterien gibt es ja schon seit langer Zeit. Professor Dietlein hat bereits 2005 hier, das ist die Originaltabelle, diese Zusammenfassung veröffentlicht. Auch 2013 in unserem Schilddrüsen-Ultraschall-Kursbuch gibt es diese Tabelle. Ich möchte sie ganz kurz mit Ihnen durchbesprechen, weil diese Kriterien sind die Grundlage für die ganzen TIRADS-Klassifikationen. Ein rein solider Knoten ist gegenüber einer reinen Zyste suspekt. Ein deutlich echoarmer Knoten ist gegenüber einem echogleichen oder echoreichen Knoten suspekt. Mikrokalk ist suspekt. Irreguläre Begrenzung oder Mikrolobuli oder unscharfe Begrenzung ist suspekt. Ein Wachstum quer zur Längsachse ist suspekt. Auch ein fehlender dünner Halo und ein intranodulärer Blutfluss sind Kriterien, die eher für Bösartigkeit und gegen Gutartigkeit sprechen. Entschuldigen Sie, dass ich jetzt ganz kurz, ganz banal werde, aber ich möchte die einzelnen Kriterien kurz durchbesprechen, damit alle Zuhörer wissen, was gemeint ist und damit wir alle vom selben sprechen. Das ist eine Zyste, scharf und regelmäßig begrenzt. Innen drinnen ist es schwarz, es ist Flüssigkeit, es ist deutlich echoarm und dahinter sieht man die dorsale Schallverstärkung. Das hier ist ein solider Knoten. Ich umfahre ihn kurz im Längsschnitt. Er ist, besteht aus Gewebe. Das Gewebe sind Follikel, in denen sich unterschiedliche andere Zellen auch finden. Er ist solide. Da ist es jetzt schon ein bisschen schwieriger. Ich umfahre die Läsion wieder. Das ist ein zystischer Knoten oder eine Zyste mit soliden Anteilen, je nachdem wie man sieht. Hier Zyste, hier solide. Naja, und das da drinnen, das ist so Eiweißdetritus, der oft wie solide imponiert, aber eigentlich mehr oder weniger flüssig ist und sich oft ganz gut abpunktieren lässt. Das ist ein echoreicher Knoten. Er ist grauer, intensiv grauer als das normale Schilddrüsenparenchym. Die Schilddrüse besteht aus Follikeln und durch diese Streuung kriegt sie diesen charakteristischen Grauton. Das ist ein echogleicher Knoten. Ich umfahre ihn. Er hat die gleiche Struktur wie die Schilddrüse, hat einen dünnen Halo. Das hier sind zwei mild echoarme Knoten. Die Knoten sind etwas dunkler als das Schilddrüsenparenchym. Das ist ein deutlich echoarmer Knoten. Und ich betone das so, es gibt einzelne Scoresysteme, die einen Unterschied zwischen mild echoarm und deutlich echoarm machen. Mild echoarm ist etwas dunkler als das normale Schilddrüsengewebe. Deutlich echoarm ist dunkler als die Halsmuskulatur. Dieser Knoten ist deutlich echoarm, das ist übrigens eine Nebenschilddrüse. Auch dieser Knoten hier ist deutlich echoarm, er ist schwärzer als die Halsmuskulatur. Hier haben wir einen rechten Lappen im Querschnitt, einen rechten Lappen im Längsschnitt und dieses Ding hier ist eine Kalkscholle. Sie ist nahezu 1 Zentimeter lang. Es ist eine grobschollige Kalkspange. Das hier ist eine Zyste und das ist kein Kalk. Das ist ein Kolloid, das hier ausgedickt ist, ausgedickte Proteine, die manchmal so helle Reflexe machen. Das ist kein Kalk. Man sieht auch keine dorsale Schallverstärkung. Das hier ist ebenfalls ein Knoten, ein spongiformer Knoten mit kleinen Zystchen drinnen und diese weißen Flecken hier sind ebenfalls solche Proteine, eingedickte Proteine, das ist kein Mikrokalk. Das hier ist Mikrokalk, liegt in so Häufchen zusammen, auch hier so ein Häufchen, ja, die liegen hier so beieinander. Man kann, das ist sehr schwierig, die zwei Dinge auseinanderzuhalten, weil die modernen Ultraschallgeräte, die korrigieren die Artefakte, die durch den Kalk entstehen. Wenn sie die Möglichkeit haben, diese Korrektursysteme auszuschalten, dass sie ein Bild haben, das ausschaut wie vor 20 Jahren, dann sehen Sie auch hier hinter Mikrokalk die dorsale Schallverstärkung. Das hier ist wieder eine Zyste, das ist kein Mikrokalk, das ist Protein. Ich zeige Ihnen kurz das Video. Sie sehen hier, man kriegt ganz weihnachtliche Gefühle, wie so eine Christbaumkugel rieselt dieses Protein hier durch die Zyste. Wird auch noch angestachelt durch die Energie der Ultraschallwellen. Das ist kein Mikrokalk, das ist Protein. Auch das ist kein Mikrokalk, das ist ebenfalls Protein. Ich zeige es Ihnen noch einmal. Im Doppler zeigen diese Proteinreflexe ganz typische Artefakte, weil Sie hier das Dopplersignal mit diesen Proteinen reagiert. Kein Mikrokalk. Das ist eine chronische Immunthyreoiditis und Sie sehen hier überall so kleine Zystchen und diese weißen Flecken. Das ist ebenfalls kein Mikrokalk. Das ist eine chronische Immuntyreoiditis und Sie sehen hier so eine Ansammlung von kleinen kalkdichten Partikeln. Ich würde mal sagen, das ist Mikrokalk. Diese Patientin wird in Kürze punktiert. Hier 3 weitere Bilder. Das ist Mikrokalk. Das ist Mikrokalk und auch dieser Knoten hier im Längsschnitt, ich umfasse mal, liegt ganz kranial. Das da oben ist der Kehlkopf, der ist da mit so schräg mit angeschnitten, schaut ganz bizarr aus. Da oben liegt normal kein normaler Knoten, auch das ist Mikrokalk. Liegt immer in so Häufchen beieinander. Mikrokalk, Mikrokalk, Mikrokalk. Kein Mikrokalk. Dieser Knoten ist glatt und regelmäßig begrenzt. Dieser Knoten ist unscharf und irregulär begrenzt und zeigt kleine Lobuli. Auch hier wieder Mikrokalk. Nun sind wir im Querschnitt. Ich umfahre das Ganze einmal ganz kurz für die nicht so erfahreneren. Jugularis, Carotis und hier ein echoarmer Knoten. Dieser Knoten liegt hier ganz normal drinnen, wie wir alle Schilddrüsenknoten kennen. Ich möchte nun auf ein weiteres suspektes oder ein Malignitätskriterium kommen, auf das Wachstum gegen die Architektur der Schilddrüse. Im Hals ist nicht viel Platz. Hier sind Faszien, es gibt eine enorme Spannung und alles passt sich, die ganzen Strukturen hier passen sich diesen Faszien an. Nur ein Karzinom, das eine immense Kraft und Energie hat, wächst gegen diese Faszien. Und eines dieser Malignitätskriterien ist more tall than wide. Der Tiefendurchmesser ist höher als der Breitendurchmesser. Vergleichen Sie diese beiden Knoten, man schaut sich das immer im Querschnitt an. Hier ist der Tiefendurchmesser höher als der Querdurchmesser. More tall than wide. Wachstum gegen die Architektur der Schilddrüse. Auch hier wieder ein Querschnitt, ich umfahre das, Wachstum gegen die Architektur der Schilddrüse, more tall than wide, Wachstum quer zur Längsachse. Schauen Sie sich diese drei Bilder an. Der ganze Lappen hier schaut anders aus als der da, der so konfiguriert ist, oder hier auch der Knoten wächst gegen die Architektur der Schilddrüse. Schauen Sie sich diesen Querschnitt an, ein normaler linker Lappen, und auch hier wächst dieser große Knoten, ein papilläres Karzinom, gegen die Architektur der Schilddrüse. Naja, wenn wir so tolle Kriterien haben, dann liegt es doch an der Hand, ein Schema zur Klassifikation von Schilddrüsenknoten zu entwickeln. So wie BIRADS, das gibt es ja schon lange. Hat viele Vorteile, es gibt zu viele Schilddrüsenoperationen im deutschsprachigen Raum und wir suchen ja händeringend ein Konzept, das weniger operiert werden muss. Alle involvierten Ärzte meinen dann dasselbe und es wäre ein Goldstandard, so wie die Feinnadelpunktion und ihre Bethesda-Klassifikation. Bethesda-Klassifikation ist ein Klassifikationssystem, das die Feinnadelpunktion der Schilddrüse nach exakten Kriterien klassifiziert. Und wenn man sich das anschaut, die Pathologen, das sind halt Burschen. Wenn die sagen, Bild eines papillären Schilddrüsenkarzinoms, Bethesda 6, dann ist das zu 98% maligne. Das müssen doch wir mit unserem Ultraschall auch auf die Reihe kriegen, oder? Es gibt jetzt eigentlich recht große Erwartungshaltungen von allen Seiten für so ein Schema zur Klassifikation von Schilddrüsenknoten. 2009 hat es begonnen, zwei verschiedene Arbeitsgruppen mit völlig unterschiedlichen Konzepten haben ein Stratifizierungssystem vorgestellt, einerseits aus Chile, auf der anderen Seite aus Korea. Beide haben sich nicht wirklich durchgesetzt, aber beide haben erstmals den Begriff TIRADS verwendet. 2011 ist dann aus Korea von Professor Quack eine weitere Studie gekommen, wo prospektiv eine immense Zahl an Feinnadelpunktionen ausgewertet wurde und wo unabhängige Faktoren erstmals identifiziert wurden. Im Wesentlichen geht es um das, was ich Ihnen vorher schon vorgestellt habe. Solide Komponente, hypoechogen, deutlich hypoechogen, Mikrolobuli bzw. unregelmäßiger Rand, Mikrokalk und wieder more tall than wide. Und damals war das Ganze eigentlich schon mit sehr hoher Sensitivität verknüpft. 2015 sind die Richtlinien der ATA, der amerikanischen Schilddrüsengesellschaft, herausgekommen. Also eigentlich sind sie erst 2016 nach langer Diskussion herausgekommen. Und auch hier gibt es ein Scoresystem, das Sie eigentlich alle kennen. Nicht nach TIRADS-Klassifikation, aber es wird klassifiziert in benign. Da haben wir wieder diese Zyste. In die Very Low Suspicion sind diese spongiformen, teilweise zystischen Knoten. Niedrige Wahrscheinlichkeit, die echogleichen Knoten. Regelmäßig begrenzt oder teilweise auch wieder zystisch. Die Intermediate Suspicion sind mit 10 bis 20% Malignitätswahrscheinlichkeit mit den echoarmen Knoten und dann die Hochrisikogruppe mit Mikrokalk, mit den irregulären Rändern, Wachstum gegen die Architektur der Schilddrüse, wieder diese Lobuli hier, da dann diese durchbrochenen Kalkschollen und dann natürlich die Lymphknotenmetastasen. Ein bisschen ein anderes System, das das Wort TIRADS nicht im Namen hat. Das hier wäre die österreichische Version, die gleichen Bilder, die Dr. Buchinger und ich für ein ÖGUM-Poster gerade zusammenstellen, das in Kürze in Druck gehen wird. Hier oben im Grün die normale Schilddrüse, hier weitere diffuse Veränderungen von der Thyreoiditis bis zur superkuten Thyreoiditis de Quervain. Hier die banalen 0815 Herdbefunde und da unten, rechts unten, wo es rot wird, wird es immer bösartiger und da unten haben wir die Bilder von Schilddrüsenkarzinomen. Wird in Kürze erscheinen. TIRADS. Thyroid Imaging, Reporting and Data System. Es gibt verschiedene Systeme, die in den letzten Jahren hier konzipiert wurden. Ich möchte Ihnen hier das europäische System des EU-TIRADS vorstellen, das von Gilles Russ, einem Pariser Radiologen, mehr oder weniger ins Leben gerufen wurde. Er ist die treibende Kraft dahinter. Er hat, das ist eigentlich die Basis für den EU-TIRADS, 4.500 Knoten angesehen, mit Grayscale Elastografie und kombiniert und hat da eine recht hohe Sensitivität in seinem Konzept festgestellt. Das wurde dann ausformuliert und ist vor ein paar Jahren erschienen. Ich möchte Ihnen das ganz kurz vorstellen. EU-TIRADS 1, normal, keine Knoten. EU-TIRADS 2, das ist wieder die reine Zyste oder der spongiforme Knoten. Ich habe Ihnen hier die Bilder wieder mitgebracht. Reine Zyste, spongiformer Knoten mit diesen zahlreichen kleinen Zystchen. Auch hier, diese weißen Flecken sind kein Mikrokalk, sondern Proteinreflexe. EU-TIRADS 3 Low Risk ist das eiförmige, ovale, echogleiche oder echoreiche Knoten ohne weitere Features für suspekt. Echoreicher Knoten oder auch hier echogleicher Knoten ohne weitere Features oder auch zystisch. Und EU-TIRADS 4, das Intermediate Risk, ist der mild echoarme Knoten. Und auf das bin ich ja schon ganz am Anfang gekommen. Es gibt Systeme, die mild und deutlich echoarm voneinander unterscheiden. Mild echoarm, weniger echoarm als die Halsmuskulatur, zwischen Schilddrüsenparenchym und Halsmuskulatur, deutlich echoarm, schwärzer als die Halsmuskulatur. Hier sehen Sie EU-TIRADS 4, Intermediate Risk, mild echoarme Knoten, und EU-TIRADS 5 mit dem High Risk muss zumindest eines der folgenden Kriterien da sein: unregelmäßiger Rand, Wachstum gegen die Architektur der Schilddrüse, Mikrokalk oder die deutliche Echoarmut. Das sind wieder die Bilder, die Sie vorher schon gesehen haben. Wir haben hier wieder den Mikrokalk, wir haben hier das Wachstum gegen die Architektur Taller than Wide, wir haben hier den unscharfen, unregelmäßigen Rand und wir haben die deutliche Echoarmut. Da haben wir das Ganze ein bisschen so lobuliert, da haben wir wieder das More Taller than Wide mit Mikrokalk, deutlich echoarm und da eigentlich das gleiche wieder. Auch wir in der Schilddrüsenpraxis haben alle Patienten, die thyroidektomiert wurden, in den letzten 10 Jahren retrospektiv analysiert, beziehungsweise ihre Ultraschallbilder im Rahmen einer Diplomarbeit, und auch wir haben gesehen, dass so wie beim EU-TIRADS, dass die milde Echoarmut nicht mit Malignität assoziiert war, wohl hingegen die deutliche Echoarmut und ebenso die unregelmäßigen Ränder, der Mikrokalk, das Wachstum gegen die Architektur der Schilddrüse und der Halo, der geistert ja auch immer durch die Gegend, das Fehlen eines dünnen Halos war ebenfalls ein Malignitätskriterium. Sie sehen, ein Kriterium alleine hat wenig Sensitivität, aber alle zusammen haben in diesen Konzepten eigentlich eine relativ hohe Sensitivität. Und auch hier gilt, je mehr Kriterien, desto häufiger maligne. Der benigne Knoten hat 1,7 dieser Kriterien im Schnitt, das papilläre Schilddrüsenkarzinom nahezu 3. Naja, jetzt sind wir bei den koreanischen Klassifikationen. Auch in Korea gibt es ein TIRADS-System, das immer wieder auch in der Literatur mit beachtet wird und das ich eben erwähnen möchte ganz kurz. Auch das ist in 5 Klassifikationen eingeteilt. Und das letzte, das ich Ihnen noch ganz kurz vorstellen möchte, ist das ACR White Paper, das American College of Radiology, das ebenfalls ein TIRADS-System gemacht hat, das ein bisschen ein anderes Konzept hat. Hier werden Punkte zusammengezählt. Einerseits, wie ist er zusammengesetzt, zystisch oder solide? Auch hier wieder, wie ist die Echogenität? Ist er echoreich, echogleich, ist er echoarm oder ist er deutlich echoarm? Wächst er gegen die Architektur der Schilddrüse oder nicht? Wie ist der Rand? Wie ist die Randbegrenzung? Und hat er kleine Kalkherde drinnen, hat er Mikrokalk drinnen? Das Ganze wird zusammen summiert und wir kommen auf Punkte. 0 und bis 2 Punkte, TIRADS 1 oder TIRADS 2, keine Feinnadelpunktion und beinhart, auch keine weitere Kontrolle. Und da geht es dann zwischen 3 bis 5 eben, ab welchen Größen man punktiert und wie man nachsorgt. Es gibt inzwischen zahlreiche Arbeiten, die diese Klassifikationssysteme miteinander vergleichen. Ich habe Ihnen hier einige mitgebracht und das ist von dieser italienischen Arbeit die Grafik. Da sieht man eigentlich, dass die mehr oder weniger ganz gut korrelieren. Der ACR-TIRADS scheint in der Literatur der Favorit zu werden. Ein paar Worte noch zur Feinnadelpunktion. Die Feinnadelpunktion ist dann meist die logische Folge, wenn durch die hohe Sensitivität das Chorsysteme ein weiterer Abklärungsbedarf festgestellt wird. Ich mache es eigentlich jetzt immer durch die Kapillarmethode, das geht ganz easy, wird auch Ultraschall gezielt gemacht. Ich habe Ihnen hier ein kurzes Video mitgebracht, kurz einmal geschaut unter Ultraschallkontrolle, wo man stechen muss, und Sie sehen hier, ohne Aspiration, nur durch die Kapillarmethode kommt hier Gewebe, genügend Zellen heraus, aus denen man dann den Abstrich machen kann. So schaut es auf der anderen Seite aus, im Querschnitt, da ist der Knoten und Sie sehen dieses echoreiche Reflex da drinnen, das ist die Nadelspitze. Habe ich hier auch die Zahlen mitgebracht, das 2019, ich habe selbst 135 Patienten punktiert. Hier haben Sie die ÖGZ-Klassifikation, die österreichische Klassifikation, hier die Bethesda-Klassifikation. Ich selbst hatte 3,7% nicht beurteilbare Punktate. Meine Kollegen haben ein bisschen, wenn man alles zusammenrechnet, ein bisschen mehr gehabt, aber noch immer deutlich besser als die Literatur. 2020 hatten wir durch Covid eigentlich relativ wenig punktiert, aber die Ergebnisse sind auch durchaus vergleichbar bzw. besser als in der Literatur. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte: Wenn Sie sich diesen Knoten hier anschauen, dann sehen Sie Kalk drinnen, sehen Sie deutlich echoarme Struktur, er ist auf jeden Fall weiter abklärungsbedürftig. Wenn Sie ihn weiter abklären, dann sehen Sie, das ist ein funktionell autonomer, heißer Knoten, wenn Sie das mittels Szintigrafie abklären, das restliche Parenchym größtenteils supprimiert und hier im Knoten funktionell autonome Produktion von Schilddrüsengewebe. Gerade bei uns im Jodmangelgebiet ist es wichtig, dass suspekte Knoten auch szintigrafisch weiterhin abgeklärt werden. Sie können hier die funktionellen Autonomien rausfiltern. Wenn Sie diesen Knoten punktieren, kommt follikuläre Neoplasie raus und Sie lassen den Patienten anschließend vermutlich operieren, aus dem Grund Malignitätsverdacht, und in Wirklichkeit ist es ein heißer, funktionell autonomer Knoten. Das Ganze ist auch wissenschaftlich unterfüttert inzwischen durch die Arbeit im JNM von Rainer Görges, und es ist zu hoffen, dass in den weiteren Diskussionen die Szintigrafie auf jeden Fall in diese TIRADS-Klassifikationen, zumindest bei uns im Jodmangelgebiet, hineinkommen sollte. Ja, Dignitätsbeurteilung von Knoten ist immer multimodal. Neben dem Ultraschall, Feinnadelpunktion, Szintigrafie und Labor. Das ist noch immer die Sicht der Dinge, so wie ich sie sehe. Aber jetzt kommen dann die Roboter. Hier stellvertretend habe ich Ihnen eine Arbeit mitgebracht, wo Sie sehen, wie weit man schon ist. Hier werden lineare und nonlineare Machine Learning-Algorithmen für die Klassifikation von Schilddrüsenknoten verglichen. Also das geht ratzfatz ziemlich schnell, und in den nächsten Jahren wird sich hier sehr viel tun. Das hier ist ein kommerzielles Produkt aus Taiwan. Ich habe mir da so einen Stick mit einem Programm gekauft für 100 Analysen, weil es mich einfach selbst interessiert hat, wie weit das schon ist und wie gut das funktioniert. Und Sie sehen hier, man setzt einen DICOM-Bild-Datensatz in dieses Programm hinein, markiert die Schilddrüse, markiert den Knoten, und das Programm rechnet dann aus, dass der Knoten hypoechogen ist, dass er kleine Kalkschollen drinnen hat, dass das Ganze heterogen ist und dass er unregelmäßige Ränder hat. Und dann werden bereits die Klassifikationen nach den verschiedenen TIRADS-Scores ausgerechnet, ACE-TIRADS High Risk, American College of Radiology, TIRADS 5, Highly Suspicioncy, ATA, High Suspicioncy, die British Thyroid Association, die hat auch so TIRADS, das ist U4, da ist der Quack, und dann da der Gilles Russ mit dem EU-TIRADS. Praktischerweise gibt es dann auch gleich einen Befund, den man dann nur mehr unterschreiben muss und dadurch die Endverantwortung übernehmen, und auch eine Interpretation über den Knoten, wo das Ganze ein bisschen blumig beschrieben wird. 3D-Ultraschall wird auch kommen, ist auch ein Ansatz, der kommen wird. Das Ganze ist auch ein kommerzielles Produkt bereits. Hier ist der Originaldatensatz, und das sind dreidimensionale Rekonstruktionen. Hier die Längsachse und hier der koronale Datensatz. Sie sehen hier die Karotis und Sie sehen die Schilddrüse im Blick von koronal. Das wird uns ganz neue Aspekte eröffnen, wie wir Knoten klassifizieren können. Naja, wie ich am Anfang schon gezeigt habe. Es gibt zu viele Schilddrüsenoperationen, wir suchen ein Konzept. Alle meinen dasselbe, sollte ein Goldstandard sein und so wie die Feinnadelpunktion, die Bethesda-Klassifikation so eine hohe Spezifität haben. Ist es noch Wunschtraum oder ist es schon Realität? Ich habe hier ein paar Gedanken formuliert. Natürlich ist der Wunsch nach einem klaren Schema, so wie bei der Feinnadelpunktion, verständlich, aber die Feinnadelpunktion ist nur dort ein gutes diagnostisches Tool, wo alle optimal zusammenarbeiten. Und die Punktion hat eine hohe Spezifität, aber eine niedrige Sensitivität. Im Gegensatz bei den Ultraschall-Klassifikationssystemen ist die Sensitivität hoch, also das Ganze ergänzt sich ganz gut. Die Sonographie ist untersucherabhängig und das Schema ist nur so gut wie die Person, die sie klassifiziert. Die Radiologen, die fahren ja bei BIRADS ein ziemlich straffes Regiment. Da gibt es Qualitätskriterien, da werden die Befunde angeschaut, ob man die Klassen, die es normalerweise gibt, indem man die Kategorien, die man da diagnostiziert, ob das den vergleichbaren anderen Befunden entspricht oder ob da große Abweichungen sind. Also wahrscheinlich wird es auch notwendig sein, hier ein straffes Schema zu fahren. Viele andere Dinge sind auch noch unklar. Soll man einen Knoten, soll man alle Knoten klassifizieren? Wenn es einmal eine TIRADS-Klassifikation gibt und die im Raum steht, ich werde Ihnen das nachher noch zeigen, wie kann man die revidieren? Die Einzelentscheidung, so wie es im ACR-TIRAD ist, Operation oder nie wieder kontrollieren, ist das sinnvoll, wird das akzeptiert? Der Patient akzeptiert es sicher nicht, er kommt wieder. Der Zuweiser akzeptiert es im Moment noch nicht, der schickt wieder. Und im Moment ist es, glaube ich, schon noch so, dass die therapeutischen Entscheidungen aus allen vorhandenen Befunden getroffen werden müssen. Soll man TIRADS in der Routine verwenden? Ich freue mich anschließend schon auf die Diskussion und ich möchte Ihnen kurz ein paar Patienten vorstellen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, die mir TIRADS-Befunde mitgebracht haben. Ganz kurz noch vorher eine Arbeit aus der Gruppe von Frankfurt von Professor Bojunga, da ist der Horvath-TIRADS als einer der ersten noch angeschaut worden und da war die Inter-Observer-Agreement eigentlich relativ niedrig. Das war der erste Befund, den ich jemals gesehen habe, wo TIRADS drauf war, das ist schon sehr lange her und da habe ich einmal geschaut, das war eine atrophe Thyreoiditis, die nach TIRADS klassifiziert wurde. Und der Patient liest das dann, liest hier, er hat TIRADS 3, wahrscheinlich gutartig, Malignitätswahrscheinlichkeit unter 2%. Das ist also, ich sehe es da im Längsschnitt, eine atrophe Thyreoiditis. Nächste Patient, meine Nachbarin, die hat einen Schilddrüsenknoten gehabt, war beim Internisten, der hat eben so einen Knoten ausgemessen, wie man es halt so macht, und hat eine Verlaufskontrolle empfohlen. Sie ist zur Verlaufskontrolle gegangen, da wurde das ähnlich beschrieben, das Ganze, aber dann ist dieser Satz dazu gekommen. Der Befund entspricht einem TIRADS 4 und der Sukkus war dann Empfehlung zur jährlichen sonografischen Kontrolle über 5 Jahre. Das hat sie gemacht, sie ist sogar nach einem halben Jahr schon hingegangen und dann ist wieder sowas rausgekommen. Es ist wieder ein Knoten beschrieben worden. Sie hat mich dann gefragt, ist dann zu mir gekommen, naja, so schaut der Knoten aus. Sie sehen ihn hier, Sie sehen ihn hier, das sind die ergänzenden Befunde. Wir werden ihn jetzt noch punktieren. Nächste Patientin, die mit einem TIRADS-Befund kürzlich gekommen ist, ist eine ältere Dame, 78 Jahre alt, hat so die übliche Karriere hinter sich. 1996 wurde sie hämothyroidektomiert. Sie weiß nicht mehr genau warum, es war die Histologie vermutlich gutartig, sie nimmt halt jetzt 75 Mikrogramm T4, kontrolliert das immer wieder mal, hat jetzt einen neuen Internisten und der hat einen Schilddrüsenultraschall gemacht. Das ist das Ergebnis, ein Knotenkonglomerat TIRADS 5 des linken Schilddrüsenlappens bei Zustand nach Hämothyroidektomie rechts. Was heißt das? Das heißt, wir haben hier eine voroperierte Patientin, bei der eine weitere Operation sicher riskanter ist. Die Dame ist 78 Jahre und dieser Befund fordert nun eine weitere aggressive Abklärung, um Bösartigkeit weiter, wie soll man sagen, zu spezifizieren oder abzuklären. So schaut der Knoten aus. Der rechte Lappen hier im Querschnitt ist operiert. Das ist der linke Lappen hier, das ist der ganze linke Lappen, das ist der Knoten. Da hat er so ein bisschen ein Züstel, er ist echogleich. Da drinnen eine Zyste. Ich würde mal sagen EU-TIRADS 3. Ja, und jetzt kommen wir zur letzten Dame, die wir hier gesehen haben, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Ich möchte Ihnen hier noch den Befund vorstellen. Etwas vergrößerte Schilddrüse, multiple überwiegende Echoarme, teils spongiforme Knotenbildungen, der größte im Isthmus, mit einem Durchmesser bis 18 mm, TIRADS 1, sonst keine Auffälligkeiten. Also eigentlich unauffällige Schilddrüse. Ich habe Ihnen das Video mitgebracht, dass Sie ein bisschen einen Eindruck kriegen. Ist ein bisschen holprig, weil eben dieser Knoten da vorne drauf ist. Wir fahren hier im Längsschnitt so quer drüber, einmal rauf und jetzt fahre ich noch einmal runter und Sie sehen, da drinnen ist alles voll, wie halt so diese Knoten teilweise ausschauen. Also TIRADS 1 unauffällig, ich weiß nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist der derzeitige Stand bei den TIRADS-Konzepten in der Literatur und auch im täglichen Leben. Es ist heute sicher schon ein ganz wichtiges Instrument zur Risikoeinschätzung von Schilddrüsenknoten. Es wird zukünftig noch wichtiger werden. Die Sensitivität ist hoch, im Gegensatz zur Feinnadelpunktion mit hoher Spezifität. Die verschiedenen Scores in der täglichen Routine sind mehr oder weniger weitgehend vergleichbar, wenn man das einmal so sagen darf. Der ACR-TIRADS scheint das Score-Favorit zu sein. Aber im Jodmangelgebiet ist aktuell sicherlich weiterhin noch eine multimodale Abklärung erforderlich. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, im Moment ist bei allen Involvierten zurzeit noch ein sehr verantwortungsvoller Umgang mit der Interpretation des Scores essentiell. Ich verstehe jeden, jeder will klare Schemata haben, will klare Ergebnisse haben. Ich habe dann hier gezeigt, dass es das in der Literatur schon gibt, aber dass es im täglichen Leben vielleicht noch ein bisschen holprig abläuft. Es wird in den nächsten Jahren noch besser werden und wir alle müssen daran arbeiten, so können wir unseren Patienten helfen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf Sie noch zum gemeinsamen Kongress der ÖGZ, der Schilddrüsengesellschaft und der ANETS 22. bis 24. April einladen, der virtuell stattfindet, und ich freue mich nun auf die Diskussion. Bitte stellen Sie noch Fragen an Professor Bojunga und an mich über den Chat. Ich bedanke mich. Guten Abend, ich möchte Sie noch einmal begrüßen. Ich freue mich sehr über das große Interesse. Es waren heute Abend über 200 Anmeldungen. Ich bedanke mich bei Dozent Zettinig für den schönen und umfassenden Vortrag. Das TIRADS-System ist sicherlich ein guter Ansatz, um ein systematisches Vorgehen zu finden, suspekte Knoten zu finden. Es gibt aber sicherlich viele Diskussionspunkte und viele Fragen. Wie du gezeigt hast, Georg, war es ja so, die Klassifikation und die Untersuchung ist nur so gut wie der Untersucher selbst, und unter Umständen kommen da Ergebnisse raus, die man dann nicht ganz nachvollziehen kann. Und meine Frage ist, bei BIRADS gibt es genaue Qualitätskriterien, bei TIRADS ist mir das nicht bekannt. Wäre das ein Ansatz, dass das noch eingeführt wird, wenn man da wirklich das weiter verfolgen soll? Ich darf die Frage einmal an Professor Bojunga richten, bei dem ich mich sehr bedanke, dass er heute Abend als Diskutant zur Verfügung steht. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, auch vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich bin wirklich begeistert, auch wie viele Teilnehmer da dabei sind. Ja, die Frage Qualitätskontrolle, die ist auf jeden Fall notwendig. Ob man das so machen kann, dass man Bilder vergleicht. Das Problem ist natürlich, bei so vielen unterschiedlichen TIRADS-Systemen müsste man sich auf irgendwas einigen, was man als Standard anerkennt. Qualitätskontrollen wären aber sinnvoll, denn wir haben gute Studien, dass wenn man klassifizierte Systeme mit der Expertenmeinung vergleicht, also ich sage, ich bin jetzt mal Schilddrüsenexperte, und der Schilddrüsenexperte gibt irgendein Scoring ab, der liegt viel häufiger daneben, als man denkt. Und überschätzt oft das Risiko, sagt eigentlich nie, es könnte gutartig sein. Ist auch ein interessanter Befund von Studien, dass Experten nie sagen, ich glaube, es könnte gutartig sein. Aber die übersehen auch Befunde. Also wenn man sich einigen würde auf eine Klassifikation, wären Qualitätskontrollen sinnvoll. Im Moment wird das schwierig sein, weil es einfach zu viele Systeme gibt, die, wie gesagt, eigentlich alle auch verwendbar sind. Ja, ich sehe das eigentlich, auch so. Ich meine, es ist im Moment, gibt es eben die verschiedenen Systeme noch, die sich irgendwie erst herauskristallisieren müssen, welches dann wirklich jetzt, was aus diesen ganzen Systemen wird, wie es wird. Und es wird wahrscheinlich dann schon eine Qualitätskontrolle kommen müssen. Weil im Moment kann ja jeder einfach einen Befund in den Raum stellen, TIRADS so und so, und der Befund ist dann einfach da. Und das ist ja beim BIRADS ganz anders. Das ist ja wahrscheinlich auch historisch gewachsen. Da gibt es ja ganz klare, strikte Vorgaben, die Befunde werden analysiert, wie viel BIRADS Befunde in dieser Klasse und in dieser Klasse sie haben und ob sich das mit der Literatur deckt, und mittelfristig ist das wahrscheinlich schon auch eine Sache, die bei der Schilddrüse, bei TIRADS vielleicht auch kommen wird. Aber ich glaube, das ist schon noch ein paar Schritte in der Zukunft noch. Vielleicht kann ich es ergänzen, es gibt auch tatsächlich ja Bemühungen, so ein einheitliches TIRADS-System zu schaffen. Das wäre unter dieser Qualitätskontrollenaspekt, wäre das schon sinnvoll. Andererseits muss man sagen, man kann verschiedene TIRADS-Systeme benutzen, auch so, wie man das gerne möchte. ATA hat zum Beispiel einen großen Vorteil, dass es sehr einfach ist. Man kann es wirklich einfach machen. ACR-TIRADS performt besser, das wurde ja auch kurz gezeigt, ist aber aus dem Kopf schon nicht mehr gut machbar. Und für Leute, die jetzt nicht wirklich spezialisiert sind, ist der Aufwand deutlich größer, das nach ACR-TIRADS zu machen. Sodass ich finde, dass man im Moment so ein bisschen sich schwer tut, wirklich eins für alle zu empfehlen. Denn man kann sich für verschiedene entscheiden aus unterschiedlichen Gründen, ohne dass man das schlecht macht. Ja. Sie haben diese ATA-Kriterien angesprochen. Da ist für mich eines auffällig. Zwischen Gruppe 4 und Gruppe 5 ist ja ein großes Loch von, müssen viele Knoten sein, die da nirgends reinfallen. Ich meine, die Stufe 4 hat eine Malignitätswahrscheinlichkeit von 10 bis 20% und die Stufe 5 hat größer als 70 bis 90%. Und dazwischen, zwischen 20 und 70%, was ist da eigentlich? Herr Professor Bojunga, darf ich Sie um Ihre Meinung bitten? Das ist eine super Frage. Es ist tatsächlich so, es scheint ja schon zu sein, dass man das differenzieren kann. Das ist ja eigentlich ein Hinweis dafür, dass eine Differenzierung zwischen relativ niedrigem und doch relativ hohem Risiko möglich ist. Und wir haben ja auch mal in dieser einen Studie, die Sie vorhin kurz gezeigt haben, gefragt, würden Sie es einfach nur als sehr verdächtig oder wenig verdächtig kategorisieren? Das ist eigentlich im Alltag auch schon was relevant ist. Es gibt offensichtlich, und das ist ja eigentlich auch der Vorteil, jetzt nicht 100 verschiedene Abstufungen für Malignität, sondern es gibt schon Kriterien, die man eher für gutartig, eher für bösartig hält. Das ist eigentlich in der Praxis ein Vorteil. Es gibt viele prospektive Studien dazu. Das ATA war ja nicht prospektiv. Man hat das retrospektiv sozusagen entworfen und erst dann prospektiv getestet. Und es ist interessant, dass in prospektiven Studien sich diese Risikokategorien in der Tat bestätigen. Das heißt, zwischen 20 und plötzlich 70% Wahrscheinlichkeit, ja, liegt da eine Lücke. Möglicherweise hat das ja eben auch ein biologisches Korrelat und macht aber eigentlich die Klassifizierung Hochrisiko versus mittleres Risiko einfacher. Georg? Ja, also ich kann mit dem eigentlich auch nur anschließen. Es scheint, glaube ich, doch so zu sein, ja, dass die Scores irgendwie doch irgendwie, wie soll man sagen, trennen können zwischen jenen, die wirklich jetzt ein klinisches Risiko haben, und denen, die eigentlich so nachgesorgt werden können. Und das wird sich vielleicht in Zukunft noch ein bisschen weiter zeigen. Ich glaube, was ein Punkt schon ist, dass das halt alles nur fürs papilläre Karzinom gilt. Ich glaube, das habe ich jetzt in meinem Vortrag nicht gesagt, aber das ist, glaube ich, schon ein Punkt, den man auch noch sagen muss. Es gibt das Follikuläre, das Meduläre auch noch. Das Meduläre ist einfach. Das Follikuläre ist dann schon ein bisschen schwieriger. Diese Kriterien sind eigentlich papilläres Karzinom, und es gibt ja das Follikuläre dann auch noch. Das muss einem ja auch bewusst sein, weil wenn das jetzt als Hilfe zum Punktieren, welchen Knoten soll ich punktieren, die follikulären Knoten, Karzinome oder Adenome, die entgehen ja dieser ganzen Klassifizierung, und die Hilfe, ein Knoten muss punktiert werden oder nicht, ist ja hauptsächlich eingeschränkt auf die Frage papilläres Karzinom, möglicherweise meduläres Karzinom. Und es bleibt dann doch ein großer Rest, der trotzdem punktiert werden soll. Sehen Sie das auch so? Herr Professor Bojunga? Also ich sehe das auf jeden Fall so. Tatsächlich ist das follikuläre Karzinom eine Lücke. Aber eins ist wichtig, in alten Büchern, als ich das dann auch noch gelernt habe, stand ja immer 70% sind papillär, 20% sind follikuläre Karzinome. Hat dann jeder abgeschrieben. Das war natürlich in den Zeiten, als das klinisch evident wurde, nicht durch Ultraschall. In Zeiten von Ultraschall sind wir so bei 90% papillär, bei 6 bis 7% medullär. Und die follikulären Karzinome sind sehr viel seltener, aber die entgehen uns. Die können erstens im Ultraschall relativ unauffällig aussehen, Marder 3, 4, und die können auch weich sein, aber sie sind eben selten. Das macht aber die Bedeutung der Feinnadelpunktion in der Tat auch nochmal besonders. Denn feinnadelpunktiert wird, zumindest das kann ich für Deutschland sagen, sicher bei uns zu wenig. Das hat verschiedene Gründe, auch Abrechnungsgründe. Das wird einfach nicht vergütet und das ist eine Lücke, die man schließen sollte durch entsprechende frühzeitige Feinnadelpunktionen, die unersetzlich sind. Das ist ganz klar, das ersetzt natürlich auch der Ultraschall nicht bei der ganzen Sache. Und vielleicht auch nochmal zur Klassifikation. In der Tat ist das so, dass alle Kriterien fast nur für papillär gelten. Man muss sagen, die medullären sind auch oft auffällig. Da kann man übrigens auch die Elastografie verwenden. Aber die Scintigraphie brauchen wir auch. Das klang ja auch schon mal an. Es gibt, die ATA-Klassifikation gilt nicht für autonome Adenome. Autonome Adenome können ATA 5 sein, aber sie sind eben trotzdem gutartig, sodass die Empfehlung zur Scintigraphie für Knoten über 1 Zentimeter, das ist in den USA ja etwas anders, gerade in Jodmangelgebieten absolut sinnvoll ist. Und in ein autonomes Adenom sollte man mal besser nicht reinstechen. Da kommt ja immer follikuläre Neoplasie raus und an sich ist das heute... Ja, man kann das schon als einen diagnostischen Fehler bezeichnen. Wenn man das macht und vielleicht zuletzt auch, zumindest für Deutschland haben wir ja Daten, dass viele Menschen mit einem autonomen Adenom eben normale TSH-Werte haben. Zwar nicht über 3, aber eben trotzdem im Normalbereich. Und das heißt, normale TSH-Werte eben ein Adenom, autonomes Adenom nicht ausschließen. Ja, ich glaube auch, das ist wichtig, dass ich da der Stellenwert, das Scintigraphie vielleicht ein bisschen früher, weil es ja so, der kalte Knoten war ganz böse und hat operiert werden müssen. Das ist ja jetzt anders irgendwie. Aber das Scintigraphie ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Ergänzung da jetzt in diesem Konzept mit Ultraschall. Ultraschall ist sicher die primäre Bildgebung. Das Scintigraphie ist da, glaube ich, eine wesentliche ergänzende bildgebende Methode. Jetzt nicht mehr, um den kalten Knoten zu finden, sondern, glaube ich, ums autonome Adenom oder im Rahmen der Punktion halt da zu schauen. Ich glaube, das sehe ich auch genauso. Ja. Dann nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil bei vielen ist ja immer noch, wie Sie das sagen, der kalte Knoten muss abgeklärt werden, aber wir machen es wirklich zum Ausschluss der Autonomie. Das steht ja inzwischen auch richtig drin, an der Ausschluss der Autonomie, der gehört wirklich dazu. Ich habe eine ganze Sammlung auch von Knoten, die sehen furchtbar aus wie Karzinome, alles autonome Adenome. Wenn man da ATA gemacht hätte, das hätte man nicht korrekt gemacht. Das sehe ich genauso. Ja. Ich darf auf die Fragen aus dem Auditorium kommen. Sie haben das schon angesprochen, weiche Knoten. Die Frage von Dr. Schütz aus Wien ist, welche Rolle spielt die Elastografie? Ich glaube, das darf ich gleich weitergeben an den Professor Bojunga. Der ist da, glaube ich, ausgewiesener Experte dafür. Sehr nett. Tatsächlich, also Elastografie ist eine ultraschallbasierte Messung der Gewebehärte. Und das ist inzwischen das am besten untersuchte Ultraschallkriterium. In prospektiven Studien gibt es kein anderes Kriterium, was so gut untersucht ist. Man kann das einfach zusammenfassen. Das hat einen hohen negativ-prädiktiven Wert. Das heißt, weiche Knoten sind fast immer gutartig. Das heißt, ganz weiche Knoten zu etwa 99% und überwiegend weiche so zu 97%. Der positiv-prädiktive Wert ist nicht so hoch. Das heißt also, harte Knoten sind je nach dem Kollektiv nur in 30 bis 50% wirklich maligne. Was wichtig ist, den richtigen Knoten zu elastografieren mit der richtigen Methode. Also bei ATA 5 ist das nicht sinnvoll zu elastografieren. Ja, wenn ich dann einen Kapseldurchbruch habe, das ist wie wenn ich aufs Navigationssystem höre, obwohl da vorne ja der Fluss ist und das Navigationssystem sagt, geradeaus fahren, da würde ich sagen, na, das mache ich mal lieber nicht. Und da ist es auch so, bei ATA 5 würde ich es nicht empfehlen. Und die zystischen Knoten ist auch nicht sinnvoll, weil man Flüssigkeit nicht komprimieren kann und die dann hart sind, obwohl zystische Knoten, wenn sie keine anderen Kriterien aufweisen für Malignität, auch benigne sind. Auf Deutsch und zusammengefasst, ATA 3 und 4 Knoten können elastografiert werden und wenn die weich sind, ist das Risiko für Malignität erheblich niedriger. Und wir haben inzwischen gute Studien für den Stellenwert. Am besten ist ein erfahrener Untersucher oder Untersucherin, die ein TIRADS-System nimmt, noch mit Hilfe eines Computers. Dazu gibt es auch Studien, gerade was Echogenität angeht, plus die Elastografie, möglicherweise mit Scherwellen, das ist noch was Technisches. Das reduziert unnötige Feinnadelpunktionen am meisten, ohne Karzinome zu übersehen. Und vielleicht ein letzter Satz, es gibt eine gute Empfehlung, Sie haben vorhin die europäischen Leitlinien EU-TIRADS gezeigt, da gibt es auch eine Empfehlung zur Elastografie und da steht drin, dass das die B-Bildsonographie nicht ersetzen soll, sondern dass das ergänzend genommen wird, wegen des hohen negativ prädiktiven Werts, um Knoten zur Feinnadelpunktion auszusuchen oder eben auszuschließen oder Verlauf zu kontrollieren. Das ist der Stellenwert der Elastografie. Es sind zwei Fragen zur Szintigraphie gekommen, die meiner Meinung nach schon beantwortet wurden. Dozent Zechmann fragt, warum wird die Farb-Dopplersonographie nicht auch zur Klassifikation herangezogen? Ja, das ist eine gute Frage eigentlich. Die war ja früher immer drinnen. Es ist ja immer herumgegeistert. Auf diesem ersten Bild war es ja auch noch drauf von Dietlein. Ist vielleicht auch, weil sie sehr, wie soll man sagen, Untersucher- und Geräteabhängig und einstellungsabhängig ist vielleicht. Und wenn man so ziemlich jede Signifikanz da darstellen kann, könnte ein Grund sein, warum sie das Scoresystem eigentlich wirklich nicht vorkommt. Ich meine, inzwischen ist es ja schon langsam standardisiert. Ja. Wollen Sie da was sagen? Ja, also es ist ganz interessant. Also das Wichtigste zunächst mal beim Doppler, guckt man die Vaskularisation an. Sie hatten das auch, das ist auch bei uns in 90% der Befunde steht Perfusion. Die kann man natürlich im Doppler nicht sehen. Die Perfusion sieht man im Kontrastmittel. Wir haben die ersten Studien mit Elastografie gemacht, so 2006/07 mit der Schilddrüse. Das waren die ersten Linearschaltköpfe. Und wir haben auch Kontrastmittelsonographie gemacht und haben damals gesehen, dass es tatsächlich dann die Perfusion des Schilddrüsenkarzinome mit Kontrastmittel im Ultraschall hypoperfundiert sind, so wie zum Beispiel Pankreaskarzinome, und haben uns schon gefragt, warum sind die eigentlich hypoperfundiert, sollen aber mehr vaskularisiert sein. Tatsächlich ist das inzwischen so gut untersucht und es ist einfach geräteabhängig, dass die Vaskularisation im Doppler kein gutes Kriterium ist und das Karzinom eher hypovaskularisiert und hypoperfundiert sind, sodass alle ATA-Leitlinien das rausgenommen haben. Zumal, wir sind ja jetzt geräteunabhängig, aber wir haben ja 5 verschiedene Hersteller und sie können mir im Prinzip sagen, was sie gerne hätten, ob der Knoten jetzt mehr oder weniger vaskularisiert sein soll. Das kann ich alles einstellen durch technische Veränderungen und wie Sie das eben schon gesagt haben, es ist technisch untersucherabhängig und man kann das zwar machen, man müsste aber den maximalen Blutfluss in der Arteria thyroidea inferior dopplern und dann die Pulsrepetitionsfrequenz danach einstellen. Das macht natürlich keiner und das ist ein Kriterium, was entbehrlich ist. Man sollte es auch rausnehmen und vor allem Perfusion sollte man auch lieber lassen. Das ist die Vaskularisation, die man da sieht. Sonja Willinger bedankt sich für den interessanten Vortrag und fragt bezüglich der sonografischen Nachkontrollen, die ja von den verschiedenen Klassifikationen anders gesehen werden. In welchem Zeitraum sollen TIRADS 2 und 3 Knoten sonografisch kontrolliert werden? Herr Professor. Ja, es ist, glaube ich, noch nicht ganz gegessen, wenn ich mal anfange. Es ist, glaube ich, noch nicht ganz gegessen. Die Amerikaner haben ja da sehr klare, ich weiß nicht, einerseits rechtliche und finanzielle Konzepte dahinter auch. Und die machen das wirklich beinahe so, dass man sagt, keine Kontrolle mehr. Also der ACR-TIRADS, wie ich es ja vorher kurz gesagt habe, bei den ersten 2 Gruppen, da heißt es keine Kontrolle mehr erforderlich. Es ist nicht so ganz klar definiert, glaube ich, noch. Und man kann sich nach großen Knotengröße und nach jedem TIRADS-System, das man verwendet, dann irgendwie im Moment, glaube ich, noch ziemlich aussuchen, welche Kontrollintervalle man da diesbezüglich suchen will. Also ich glaube, das ist noch nicht ganz gegessen mit den Kontrollen. Würde ich auch so sehen, es gibt ein paar Studien, die sagen, wenn ich das abgeklärt habe, hochgradig Risiko reichen eigentlich 2 bis 3 Jahre wahrscheinlich, aber das ist auch nicht nur ein medizinisches Problem, sondern ich finde oft auch ein psychologisches Problem. Wenn ein Patient kommt und er sagt, naja, das könnte, sage ich jetzt mal, das könnte schon Krebs sein, aber das ist heute nicht mehr so wichtig, kommen Sie mal in 2, 3 Jahren, wir gucken mal, vielleicht ist es ja dann in die Halsmuskulatur eingewachsen oder irgendwas. Das ist also für den Patienten psychologisch nicht günstig und es macht sicher keinen Sinn, 6 Monate zu kontrollieren oder unter 6 Monaten, weil entweder ist es auffällig, da muss ich weiter was machen, Feinnadelpunktieren, auch primäre OP geht bei Hochrisikoknoten, jungen Patienten, oder das Risiko ist niedriger und dann sind das eigentlich keine Karzinome, die innerhalb von 3 oder ein paar Monaten wachsen. Es gibt ja so eine deutsche Empfehlung, alle 3 Monate dann das zu kontrollieren, da kommt nichts Neues raus. Ich empfehle das frühestens nach 6 Monaten und viele Knoten reichen nach 12 Monaten aus. Psychologisch ist meine Erfahrung, dass bei vielen diese 6 Monate angenehmer sind, weil Patienten nach 12 Monaten oft denken, das ist aber ein langer Zeitraum und das finde ich psychologisch ungünstig. Ja, man muss auch dazu sagen, das Knotenwachstum, wenn der nicht um 50% wächst oder so, dann heißt der nicht gewachsen. Wenn der jetzt 2 mm wächst, ist das die Untersuchervariabilität. Ich glaube, das ist auch was ganz Klares, weil da fixieren sich auch ganz viele Leute drauf. Also das Knotenwachstum, das muss ganz klar über einen Zeitraum, die wachsen ja nicht so schnell, die normalen Schilddrüsenknoten. Die wachsen nicht schnell und tatsächlich ist ja so, dass die meisten TIRADS auch das Wachstum als Kriterium für Malignität rausgenommen haben, weil die meisten malignen Knoten nicht wachsen. Und es gibt jetzt eine schöne Studie, Inter-Observer-Variabilität des Wachstums, und da kam raus, Sie hatten es ja gerade gesagt, wir nehmen auch das Volumen 50%, das ist schon großzügig, viele nehmen ja den Millimeterbereich, der gar nichts zu sagen hat, aber bei dieser Studie kam raus, zwischen verschiedenen erfahrenen Untersuchern war 78% Variabilität des genau gleichen Befundes. Da sieht man schon, wie groß der Messfehler ist, Wachstum ist überbewertet, das ist kein gutes Kriterium. Vor allen Dingen fehlendes Wachstum schließt es nicht aus. Das ist, glaube ich, das wichtige Kriterium. Da gucken wir ja eher nach Lymphknotenmetastasen oder Morphologieänderungen. Das ist eben das Problem, wenn Sie 3 Diameter multiplizieren, potenziert sich der Messfehler, rein mathematische Sache. Die Herren aus Feldkirch, Alexander Becherer und Werner Furlan, weisen darauf hin, dass es einen tiradskalkulator.com gibt, wo man das gut ausrechnen können. Ich glaube, das vom Gilles Russ aus Paris, der ist ein sehr, wie soll ich sagen, kann sich gut präsentieren und so. Macht das, glaube ich, auch fachlich gut, aber kann sich, glaube ich, sehr gut präsentieren und gut verkaufen auch, ja. Ich kann vielleicht noch was ergänzen. Es gibt verschiedene Online-Kalkulatoren, einen aus auch Korea, und da können Sie alles eingeben, inklusive Elastografie, und dann ganz neutral werden alle Fachgesellschaftsempfehlungen, die es so gibt, gegeneinander gestellt. Da können Sie französisch, britisch, koreanisch, ACR, ATA, TIRADS, gibt noch die amerikanischen Endokrinologen, und da können Sie alles gucken, was die empfehlen. Wird jeder berücksichtigt. EU-TIRADS natürlich auch. Hatte ich ganz vergessen. Ja. Susan McDardy fragt, was ist mit dem Hürtle-Zellkarzinom? Herr Professor Bojunga? Bezüglich sonografischer Kriterien? Oder? Ich nehme an, wobei das ja dem follikulären Karzinom entspricht, nehme ich an. Ne? Es ist eine Variante sozusagen, und das hat jetzt es gibt keine spezielle Morphologie. Wir haben auch diese NIFT-TP, das ist vielleicht auch nochmal was. Wir haben so ein paar Sammlungen von NIFT-TP, das kann man sonografisch nicht differenzieren, und das ist tatsächlich ein bisschen eine diagnostische Lücke. Da ist es eher so, dass man sagt, okay, deswegen kommen wir auch nur auf 97 bis 99%, weil wir auch welche einfach übersehen, und deswegen finde ich Verlaufskontrollen durchaus angebracht. Ich finde gar keine Kontrolle mehr. Gut, bei alten Menschen, die eine ausgeprägte Komorbidität haben, okay, aber ansonsten finde ich schon Verlaufskontrollen zu rechtfertigen, weil wir haben einen Irrtum, und das sollte man schon machen. Man muss es ja nicht alle 6 Monate machen. Ne? Dozent Zettinig? Ja, also jetzt wegen dem Hürtel, meinst du, oder wegen ganz allgemein? Ja, also beim Hürtel, follikuläre ist schwierig. Es gibt so ein Nodule-in-Nodule-Sign, dass in einem Knoten ein Knoten wächst. Das hat ein Japaner ein paar Mal beschrieben, aber sonst es gibt fürs Follikuläre gibt's wenig Kriterien, da gibt es keine Kriterien, ja. Das ist, glaube ich, schwierig. Und ich glaube, was vielleicht auch noch wichtig ist bei alten Leuten oder bei ganz alten Leuten, da geht es jetzt nicht so sehr, dass sich da in 20 Jahren ein klinisch manifestes Karzinom entwickelt. Da geht es eher darum, dass die Autonomie das relevante Gesundheitsproblem wird. Ich glaube, das muss man auch immer wieder betonen, weil jeder fürchtet sich vor Krebs. Aber gerade im höheren Alter ist ja eher das relevante Problem die funktionelle Autonomie. Weil wenn ich vorher Flimmern kriege und anschließend halbseitig gelähmt bin, dann habe ich ein echtes Gesundheitsproblem, das man gut verhindern kann. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil das sehe ich auch, dass die latenten subklinischen Hyperteriosen eher unterschätzt werden im Risiko für alte Menschen. Es gibt eine sehr schöne Studie aus dem JCM, 70-jährige Menschen, die entweder einen Diabetes Typ 2 hatten oder eine KHK, da ist kein einziger bei gesicherten papillären Karzinom dran erkrankt, klinisch oder gestorben. Das muss man einfach im Kontext auch sehen, wie niedrig das Risiko ist, und gerade die Autonomie ist da oft übersehen aus meiner Sicht, oft untertherapiert. Das kann man mit Radiotherapie wunderbar therapieren, wenn man nicht hochgradigen Verdacht auf eine aggressive Variante eines Karzinoms hat, auf eine aggressive Variante. Und es ist irrsinnige Bewusstsein drinnen, die Karzinomangst, aber die Angst vor der Autonomie, die gibt es de facto nicht im öffentlichen Bewusstsein. Das stimmt, ja. Wenn es jetzt schon ums Alter geht, es gibt ja einige Kriterien, die möglicherweise wichtig sind, aber in diesen Klassifikationen nicht Einzug gefunden haben. Wenn man jetzt davon ausgeht, die TIRADS-Klassifikation hilft bei der Wahl, ob punktiert werden soll oder nicht, ist ja das Alter nicht drinnen. Und wenn jetzt ein 80- oder 90-jähriger Patient kommt, dann kann man die TIRADS-Klassifikation auch etwas relativieren und wird man den natürlich eher nicht punktieren, weil da eine Operation gar nicht mehr angedacht wird. Ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben jetzt auch gerade so ein Poster, Sie haben es gerade auch gemacht. Es fehlen einige wichtige Informationen bei allen TIRADS. Erstens das Alter. Junge Leute haben sehr viel höheres Risiko im Falle, dass man sich irrt, Lymphknotenmetastasen zu bekommen. Ab 60 ist das gering und ab 70 extrem gering. Das Alter fehlt. Es fehlt auch noch die Lokalisation und das Geschlecht. Männer haben auch noch ein höheres Risiko als Frauen. Und Knoten, die im kranialen Lappenteil liegen, haben auch ein höheres Risiko als im Kaudalen. Und vor allem die, die tracheal liegen, die haben bis zu 25% Trachealinfiltration. Und die dorsomedial, also beim Rekurrenzverlauf, liegen bis zu 10%. Vor 1 bis 2 Wochen kam die neue Klassifikation der japanischen Chirurgen heraus. Und da werden diese Lokalisationen nochmal genannt. Tracheale Lage, dorsomedial, übrigens auch subkapsulär. Das fehlt. Und 90-Jährige, ja, was macht man? Wir haben ja uns entschieden, bei uns klug entscheiden, reinzuschreiben, bei älteren Leuten soll man eigentlich gar keinen Ultraschall der Schilddrüse machen. Es ist natürlich die Frage, was ist alt? Aber es zeigt auch nochmal, dass man keinen Schaden anrichten soll. Ältere Menschen erkranken nur noch an undifferenzierten Formen von Schilddrüsenkarzinomen. Und beim anaplastischen könnte man sich auch schon wieder streiten. Da gibt es nur noch Stadium 4, A, B oder C. Da ist es eigentlich auch fast, muss man sagen, entbehrlich, größere Diagnostik zu machen. Da muss man deeskalieren. Der Schaden ist viel zu groß. Ja. Das ist auch so. Und ich meine, es gibt ja dann doch noch einzelne andere Kriterien, die jetzt in den gängigen TIRADS-Klassifikationen auch nicht drinnen sind, wie diese diese unterbrochenen Kalkschollen bei der ATA ist es irgendwie drinnen, dann der Halo ist beim teilweise jetzt auch nicht drinnen. Also da gibt es ja dann doch noch ein paar andere, also Sie haben ja die meisten schon angesprochen, aber diese Kriterien wäre wahrscheinlich auch gut prinzipiell, wenn man die irgendwann einmal in die Klassifikationssysteme noch in irgendeiner Form werten würde. Ja. Wir empfehlen so ein bisschen... Ja, Entschuldigung. Nein, bitte. Also was wir empfehlen ist für den üblichen Anwender, die übliche Anwender, dass man ATA benutzt, weil das schon gut ist. Es ist jetzt noch nicht angeklungen, die sind alle sehr, sehr sensitiv. Es gibt auch Studien dazu, wie stark die Feinnadelpunktion, die unnötigen, reduzieren. Da ist ACR am besten, aber ATA fast genauso gut. Erstaunlicherweise ist EU-TIRADS deutlich schlechter und am schlechtesten schneidet das Quack-TIRADS ab. Das ist zwar extrem sensitiv, nochmal 0,5% sensitiver, das braucht kein Mensch, aber dafür ist die Reduktion der Feinnadelpunktion nur 17%, also 83% punktiert man, das kann man eigentlich gleich punktieren, muss man sagen. Das heißt, diese Reduktion der Feinnadelpunktion ist auch noch ein Kriterium. Und was wir empfehlen ist ATA, und wenn man nach ATA nicht klassifizieren kann, das sind so 3 bis 4% der Knoten, die da nicht abgebildet sind, dann ist das Risiko statistisch etwas höher, so 20%. Dann kann man ACR nehmen, Einzelkriterien, die halt zeitaufwendiger sind. Und da wird das natürlich gerade im Computer, im Sonogerät implementiert, dass man eine gewisse Hilfe bekommt. Aber Sie haben es vorhin schön gezeigt, solange man noch mit der Maus da um diesen Knoten rumfahren muss und der sagt einem, dann ist schwächer echogen, sagt man, gut, hätte ich jetzt auch gesehen. Also die diesen Knoten finden und korrekt darstellen und im DICOM einlesen, die können ihn beurteilen auch. Das ist das Problem. Und es ist alles noch nicht ganz ausgereift, aber es wird wahrscheinlich irgendwann nochmal schon. Mit den Blinden über die Straße geführt. Ne? Ja, genau. Ja. Wie sehen Sie das? Die ganzen Kriterien, Klassifikationen beziehen sich praktisch nur auf die Schilddrüse allein. Man müsste eigentlich auch in die Halsweichteile schauen. Da gibt es nur das eine Bild von der Aorta, wo daneben der Hals, die Lymphknotenmetastase gezeigt wird. Alle anderen sprechen darüber nicht. Und das wäre ja auch sehr wichtig, das mit einzubeziehen. Ja. Das ist ganz wichtig, das werden wir machen ja gerade diese S3-Leitlinie in Deutschland und dafür gibt es gute Kriterien, die sind leider da nicht genannt und eigentlich ist es eine Dreierkategorisierung, das heißt Lymphknoten gutartig, unbestimmt und auffällig oder suspekt und gutartig ist ein Lymphknoten, der einen Hilus hat. Das ist 100% gutartig, übrigens unabhängig auch von der Größe. Das ist ein Unterschied zu den radiologischen Kriterien, weil natürlich im CT geht es nach der Größe, aber Sie sehen Lymphknoten 17 mm, wenn die einen Hilus haben, dann gelten die als gutartig. Dann gibt es die Knoten, die keinen Hilus mehr haben. Die sind auch zum großen Teil noch gutartig, aber auffällig. Und suspekte Knoten sind dann, wenn die Mikrokalzifizierung aufweisen, wenn die eine Binnenvaskularisierung, und da kommt es, die Vaskularisierung von Lymphknoten, die soll man machen. Die sind gut evaluiert und auch empfohlen. Oder wenn es zystisch ist oder wenn es genauso eigentlich aussieht wie die Schilddrüse, dann ist das suspekt und tatsächlich ist das auch noch nicht optimal abgebildet. Aber dafür gibt es sehr gute sonografische Kriterien. Und es wird erstaunlich oft übersehen. Meiner Erfahrung nach ist der Knotenbefund inzwischen so, dass oft TIRADS schon da steht, so wie die das gezeigt haben, aber oft die Lymphknoten entweder gar nicht gesehen werden oder auch nicht richtig kategorisiert werden. Das fehlt da eigentlich noch ein bisschen, haben Sie völlig recht. Ich darf eine Frage aus dem Publikum stellen. Simon Stäuble aus Einsiedeln fragt, welche Nadeldicke empfehlen Sie bei der Feinnadelpunktion? Es ist eigentlich völlig egal. Es gibt, also völlig egal ist gut gesagt. Also ich mache es jetzt nur mehr mit den ganz dünnen Nadeln, mit diesen orangen Nadeln, was sind die, 5 cm und ganz dünne Subkutannadeln, 23 Gauge, glaube ich. Durch die Kapillarwirkung kommen die Zellen wirklich rauf. Man braucht nicht saugen, es kommen durch die Kapillarwirkung, kommen diese Zellen, saugen sich diese Zellen langsam hinauf in den Konus und es ist genug drinnen, dass man 2 Objektträger ausspritzen kann. Ich punktiere meistens zweimal und habe dann zumindest insgesamt 4 oder insgesamt 6 Objektträger. Also immer einer fixiert und 2 nicht fixiert. Das geht mit den ganz dünnen Nadeln ganz, ganz super. Geht natürlich auch mit den dicken Nadeln. Ich meine, wir haben in Österreich einmal eine Erhebung gemacht, wie die Feinnadelpunktion durchgeführt wird. Das ist in diesem Journal für klinische Endokrinologie und Stoffwechsel, wie es noch im Krause-Bachanek war, kann man im Internet abrufen. Nein, es ist schon im Springer Verlag, da muss man sich anmelden, aber da kann man es auch abrufen. Und es ist witzig, es gibt unterschiedlichste Dinge. In Gleisdorf, Niki, du machst es so, dass du Luft vorlegst, einen Zentimeter mit einer Spritze, da komme ich überhaupt nicht zusammen. Ich mache es nur Kapillarmethode, man kann es auch normal mit der Spritze machen, mit einer grauen Nadel. Also es gibt die unterschiedlichsten Wege, die eigentlich alle zum Ziel führen. Aber ich glaube persönlich, dass die Kapillarmethode mit einer ganz dünnen Nadel, 5 Zentimeter ganz dünn, eigentlich am besten funktioniert. Wie machen Sie es denn? Ja, also sehe ich genauso. Als erstes ist ja immer das, ich habe ja in meinen Jahren auch schon viele Zytopathologen gesehen, die frage ich natürlich immer, was hätten Sie denn gern, so als Serviceleister, aber tatsächlich, das machen wir auch bei den endosonografischen Punktionen, die wir machen, Pankreas, so, wir nehmen heute dünnere Nadeln, weil das die bessere Zytologie gibt. Diese Vorstellung, dicke Gewebestücke zu haben, ist für die Zytologie nicht hilfreich, sondern dünne Nadeln mit möglichst wenig aggressivem Saugen und dann guten Zytopathologen ist eigentlich das Wichtigste. Machen wir genauso. Wir machen allerdings auch Stanzbiopsien. Das ist aber nur bei speziellen Indikationen sinnvoll. Dafür haben wir eine spezielle Nadel, zum Beispiel Schilddrüsenlymphom. Das ist ja was Seltenes. Oder schon vorher frustrane Punktionen, häufig bei so ja, fibrotischen Knotenstrom, wenn man das wirklich wissen will. Das ist allerdings mit lokaler Betäubung und auch einer kleinen Schnittinzision. Das ist also nicht so harmlos wie eine normale Feinnadelpunktion, sondern erheblich aggressiver. Das knallt auch, wenn man das abschießt. Also das ist schon ein aggressiveres Verfahren, was eigentlich keinen Stellenwert groß hat in der Primärdiagnostik. Also wenn ich was sagen darf, wir nehmen diese schwarzen Nadeln. Wir tun mit Spritze und Luft vorgelegt, das ist dann ein bisschen elastischer und haben verhältnismäßig gute Punktionsergebnisse. Ich habe einmal bei so einem Karzinomkongress in Toronto gehört, die nehmen alle Subkutannadeln. Wir haben das einmal umgestellt und die Ergebnisse waren gleich häufig verwertbar. Wir haben da keinen Unterschied gesehen. Ja, ich glaube, man muss das einfach üben und man muss selber die Technik gut können und sicher sein, wie wir das vorhin schön im Film gesehen haben. Als ich angefangen habe, hat man noch sonografiert, dann mit dem Kugelschreiber irgendwas da am Hals markiert und dann irgendwo reingestochen. Also das war natürlich nicht gut, sondern man muss die Nadelspitze wirklich sonografisch gut verfolgen können. Und ich glaube, dann ist die Nadel selber gar nicht so das Thema. Was wichtig ist, was Sie auch gezeigt haben, wir wissen ja aus größeren Studien, dass bis zu 30% nicht verwertbar sind. Das halte ich für viel zu hoch. Also man sollte seine eigenen Qualitätskriterien, würde ich sagen, mindestens unter 10% sollten nicht verwertbar sein. Und was Sie da gezeigt haben, 3–4% ist absolut top. Aber unter 10% sollte man kommen. Da haben wir auch Daten, aber das will nicht jeder publizieren. Es ist unterschiedlich, ja. Es ist untersucherabhängig, sage ich jetzt mal. Ich glaube, man braucht, und es dauert, glaube ich, auch eine Zeit lang, bis man zusammengespielt ist. Man braucht den Pathologen, man braucht das Setting irgendwie, dass das alles funktioniert. Aber noch einmal, ich erinnere mich jetzt gerade, ich war mal im in Ungarn gibt es immer so einen Punktierworkshop und der Kollege aus Ungarn, der den macht, der hat so eine Pistole und die setzt da an am Hals und da schießt er rein mit einer grünen Nadel. Hat auch super Ergebnisse. Ich glaube, es ist ziemlich egal, man kann es auf die unterschiedlichsten Sachen machen. Ich glaube, es gibt unterschiedlichste Zugangwege, die bei der Punktion eigentlich alle zum Ergebnis führen. Ja. Was ich hier vielleicht noch sagen kann, regionale Unterschiede der Hesse und die Hessin, jetzt wo ich arbeite, die glauben überwiegend, dass wenn Luft an einen Knoten kommt, der bösartig wird. Das kann man hier keinem rausreden. Das heißt, mit ihrer Technik müssten sie viel psychologische Überzeugungsarbeit leisten. Okay. Das kriegt der Patient gar nicht mit. Das sieht er ja nicht. Das würde ich auf keinen Fall sagen, wenn sie das hier machen würden. Ja. Okay, alles klar. Ich tue ja nicht die Luft reinspritzen, ich tue ja aspirieren. Hm. Katharina Rust fragt einerseits, ob es Daten gibt, dass Knoten unter Schilddrüsenmedikation langsamer wachsen. Da darf ich auf das Webinar auch verweisen von Professor Krebs, das jetzt auf On-Demand abrufbar ist. Und andererseits fragt sie, ob sie richtig verstanden hat, dass alle Knoten über 1 Zentimeter Größe szintigraphisch abgeklärt werden sollen. Herr Professor Bojunga. Also über 1 Zentimeter ist eine Szintigraphie dann sinnvoll, wenn es eine therapeutische Konsequenz hat. Wenn Sie Euteriot sind und man ändert jetzt nichts, dann kann man das auch lassen. Aber wenn das irgendeine Konsequenz hat, dann sollte man es machen und auf keinen Fall punktieren, bevor man das nicht gemacht hat. Wir sehen ja immer wieder, dann kommt follikuläre Neoplasie raus, dann macht man dann die Szintigraphie und sieht ein autonomes Adenom. Also das ist ein großes Thema, die Daten sind nicht gut. Fast 90% der Knoten wachsen über 5 Jahre. Und wir haben ja diese LISA-Studie, Schilddrüsenhormon Jodid, die gezeigt hat, dass 17% im Volumen weniger wächst. Allerdings, wir haben ja vorhin gehört, 50% wäre unser Kriterium und 17% im Volumen ist halt mathematisch, aber eben klinisch nicht signifikant. Und die hatten eben auch alle niedrige TSH-Werte, was gerade auch 0,23, was im Alter unerwünscht ist. Also wir sagen immer, ja, also Schilddrüsenhormon können Sie noch in Jodid nehmen, 30, mit 40 sollten wir es überlegen und Frauen ab 50 sollten es nicht machen, Männer ab 60 und alle mit Komorbiditäten sollten es auch nicht tun. Das Szintigraphie ist, glaube ich, auch noch zu sagen, dass in Österreich de facto nicht praktikabel ist, dass überhaupt jeder, wenn jemand sitzt und 20 Schilddrüsen schallt am Vormittag oder 30, dann hat er 15 Knoten dabei, die kann er ja nicht alle zur Szintigraphie schicken. Das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, der immer wieder dann angesprochen wird, auch von den Zuweisern. Es ist de facto praktisch nicht möglich, dass es diese Termine dann gibt. Und da schließe ich mich ganz bei Ihnen an, die, wo es eine klinische Konsequenz gibt, die müssen szintigrafiert werden. Ja. Darf ich noch zu einer letzten Runde aufrufen? Wie stehen Sie zu diesen Machine Learning Algorithmen? Wird das wirklich kommen oder ist der Mensch auf Dauer noch besser und ist das nicht absehbar, bis diese ganzen Techniken in die Routine Einzug finden werden? Herr Professor Bojunga. Also das wird sicher kommen. Allerdings muss man sagen, im Moment ist es so, es gibt eine sehr gute Studie, die hat verglichen Machine Learning, man hat also einer Maschine was beigebracht, versus nur ein Untersucher, versus ein Untersucher mit Unterstützung der Maschine plus Elastografie. Und am besten hat abgeschnitten der erfahrene Untersucher mit Maschinenunterstützung und Elastografie. Und das ist, glaube ich, auf absehbare Zeit auch, dass ein erfahrener Untersucher oder Untersucherin das einschätzen muss, gerne mit Unterstützung, aber rein automatisiert. Das ist ferne Zukunft und im Moment auch in Studien klar schlechter, als wenn noch ein erfahrener Untersucher dazwischen geschaltet ist. Und deswegen denke ich, sollte das auch erstmal so bleiben. Also ich sehe das auch so. Ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt, einmal eine Zeit lang. Und ich glaube, es ist im Moment ein extrem, wie soll man sagen, sexy Gebiet und gefällt jedem gut und ist wird überall gut präsentiert. Aber es wird, glaube ich, schon noch eine Zeit lang dauern, bis die Maschinen wirklich so gut sind, dass das geht. Also im Moment ist, glaube ich, die Kombination Mensch und Maschine sicher noch auf Jahre, glaube ich, der Favorit. Ja, dann möchte ich mich für die interessante Diskussion bedanken und möchte noch ein paar Sachen sagen. Mit dem Online-Schilddrüsen-Donnerstag geht es weiter am 20. Mai. Da geht es um die Zytologie und die molekularen Marker. Klaus Kaserer aus Wien wird sprechen. Und Kurt Werner Schmidt wird der Diskutant sein. Am 17. Juni geht es um das ganze Thema der kalte Knoten. Das ist vom Publikum gekommen. Was mache ich mit dem kalten Knoten? Das ist ja, geistert immer so durch die Köpfe der Ärzte und Patienten. Hans-Jürgen Gallowitsch wird den Vortrag halten. Der Diskutant steht noch nicht sicher fest. Und eine ganz andere Information oder Mitteilung, das Proteozil ist ja in Österreich derzeit nicht erhältlich. Das Propizil 50, soviel ich weiß, in Deutschland auch nicht. Es hat sich, wir haben dank Siros Mirsei herausgefunden, in Wels gibt es eine Apotheke, die Apotheke Nord, die auch die Firma Nord Pharma betreibt. Die haben Propyldiuracil und können das in Kapseln abfüllen. 20 Milligramm ist in einer Kapsel. Das wird, würde dem Proteozil in Österreich entsprechen. Diese Kapseln müssen magistraliter verschrieben werden, rezeptiert werden, und die Krankenkasse übernimmt wahrscheinlich nach Chefarztbewilligung, aber die bekommt man, dann die Kosten. Wir werden das morgen auf die Homepage der Österreichischen Schilddrüsengesellschaft genau draufstellen. Ich danke allen fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei den Diskutanten und beim Georg Zettinig für den schönen Vortrag, und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Danke vielmals. Schönen Abend. Schönen Abend. Vielen Dank. Danke. Danke.